Star Trek Voyager hat das Star Trek-Universum 7 Staffeln lang auf dem Bildschirm begleitet und währenddessen ist hinter den Kulissen viel mehr passiert, als ihr wisst. Von der beeindruckenden Wirkung der Serie bis hin zu einigen verrückten Dramen zwischen den Schauspielern. Hier ist die unerzählte Wahrheit über Star Trek Voyager. Paramount nutzte Star Trek Voyager, um seinen neuen Minisender United Paramount Network, kurz UPN, im Januar 1995 an den Start zu bringen. UPN hatte zum Start nur einige wenige Sendungen, die nur montags und dienstags abends zwischen 20 und 22 Uhr ausgestrahlt wurden. Noch im selben Monat kamen zu Voyager die Sitcom Pigsty, Braten und Beute des Komikers Richard Jenny, das Action-Drama Marker von Richard Grieco und die Sci-Fi-Western-Serie Legend. Voyagers Der Fürsorger war die erste Ausstrahlung von UPN am 16. Januar 1995 und 21,3 Millionen Zuschauer schalteten ein. Von den 5 Startserien des Senders war Voyager das einzige Programm, das sein erstes Jahr überlebte. Ja, ob ihr es glaubt oder nicht, sogar ein Gewinner wie Braten und Bräute wurde abgesetzt. Voyager überlebte andere frühe UPN-Serien wie der Sentinel, das Sci-Fi-Drama Nowhere Man und die erfolgreiche Teenager-Sitcom Weesha. Voyager war auch die einzige frühe UPN-Serie, die 7 Staffeln lang lief. Als es an der Zeit war, Captain Janeway zu besetzen, schaute sich das Casting-Team von Voyager eine Menge Schauspielerinnen an. Zu den Kandidatinnen gehörten Linda Hamilton aus den Terminator-Filmen, Susan Kipney, die die wiederkehrende Rolle der Doktorin Leah Brams in Star Trek The Next Generation gespielt hatte, und die ehemalige Buck Rogers-Darstellerin Erin Gray. Trotz der Konkurrenz ging die Rolle schließlich an die kanadische Schauspielerin Genevieve Bugeaud. Bugeaud hielt jedoch nicht lange durch und verließ die Produktion nach nur 1,5 Tagen. Voyager-Mitschöpfer Rick Berman sagte über Bugeauds Ausstieg: "Das war eine Frau, die auf keinen Fall in der Lage war, mit der Strenge des episodischen Fernsehens umzugehen." In Dokumentarfilmen wie What We Left Behind und The Captains sprechen Darsteller und Crew über 16 Stunden Arbeitstage, sodass man Bugeaud kaum vorwerfen kann, das Schiff verlassen zu haben. Kate Mulgrew wurde dann für die Rolle besetzt, die sie während der gesamten Laufzeit der Serie behalten sollte. Do you like the Ferengi? I do like it very much. Why? The Ferengi. That one? That's a Ferengi. Star Trek hat vielen Schauspielerkarrieren auf die Sprünge geholfen und Voyager verschaffte jemandem, der heute für Blockbuster-Actionfilme bekannt ist, eine frühe Rolle. Dwayne The Rock Johnson, damals noch hauptsächlich als WWF-Wrestler bekannt, hatte einen seiner ersten Fernsehauftritte außerhalb des Wrestlings in der Voyager-Folge Stunt Katze der 6. Staffel. Während der Rest der Besatzung Landurlaub macht, nehmen Tim Ross Tuvok und Jerry Ryan's Seven of Nine ein Shuttle, um einen nahegelegenen Nebel zu untersuchen. Auf dem Weg dorthin werden sie von Außerirdischen, die eine beliebte Kampfarena betreiben, angegriffen und gefangen genommen. Tuvok wird schwer verletzt und der Besitzer der Arena benutzt den verletzten Vulkanier als Druckmittel, um Seven für sich kämpfen zu lassen. Ihr erster Gegner ist The Rock, der einen namenlosen Pandari Champion spielt. In einem lustigen Moment, in dem die vierte Wand durchbrochen wird, hebt der Rock seine charakteristische Augenbraue zum Publikum, bevor er Seven im Ring besiegt. Die meisten Trek-Fans haben ihre eigene Wahl für ihre Lieblings-Trek-Serien. Wenn euch also ein Trek-Fan erzählt, dass jeder die eine oder andere Serie liebt oder hasst, dann glaubt ihm nicht. Wir wollen nicht behaupten, dass Voyager die beste Star Trek-Serie ist, doch einige Zahlen haben etwas Interessantes über die anhaltende Beliebtheit der Serie enthüllt. Im Jahr 2017 hat Netflix die Daten von über 100 Millionen Abonnenten in fast 200 Ländern ausgewertet, um herauszufinden, welche Folgen von Star Trek am meisten gesehen wurden. Damals hatte Netflix alle Serien des Franchise im Programm, die zwischen Raumschiff Enterprise und dem Finale von Star Trek Enterprise im Jahr 2005 produziert wurden. Netflix zählte nicht die ersten oder zweiten Episoden, da diese im Allgemeinen mehr Aufrufe haben als andere. Voyager und The Next Generation waren die einzigen beiden Serien mit Episoden in den Top 10 der meistgesehenen Episoden. Und von diesen 10 Episoden gehörten 6 zu Voyager. Diese 6 Episoden belegen die anhaltende Popularität sowohl der Borg als auch des Neuzugangs in der 4. Staffel von Voyager, Seven of Nine. Die meisten der 6 Episoden sind sehr Seven- und Borg-zentriert. Dazu gehören das Serienfinale, Endspiel, die Zweiteiler Scorpion und das ungewisse Dunkel sowie die Gabe, die Folge, die unmittelbar auf Sevens erster Auftritt folgt. Hinter den Kulissen ärgerte sich Mulgrew über die Aufnahme von Seven of Nine, deren gutes Aussehen die Einschaltquoten von Voyager in die Höhe trieb. Im 2013 erschienenen Podcast Girl on Guy erzählte Ryan, dass sie sich bei dem Gedanken, mit einem bestimmten Voyager-Kollegen zu drehen, körperlich krank fühlte. Sie nannte zwar nicht den Namen Mulgrew, erwähnte aber Details, aus denen hervorging, dass es sich um keine andere handeln könnte.
Während der Recherchen zu seinem Buch The 50-Year Mission untersuchte der Co-Autor Ed Gross die Fehde und erhielt mehr Antworten, als er erwartet hatte. Ein ungenanntes Mitglied der Besetzung behauptete, Mulgrew habe versucht, eine Regel durchzusetzen, die besagte, dass Ryan während der Arbeit nicht auf die Toilette gehen dürfe, weil es zu lange dauere, sie in und aus dem Kostüm zu bekommen. Harry Kim-Darsteller Garrett Wang sagte, Mulgrews Wut habe sie anfangs nicht gegen Ryan gerichtet. Doch als sie sich entladen habe, seien die Auswirkungen am Set furchtbar gewesen. Chakotay-Darsteller Robert Beltran sagte zu Gross, wenn ich beleidigt worden und Kate ein Mann gewesen wäre, hätte ich dem Kerl wahrscheinlich eine verpasst. Zu ihrer Verteidigung sei gesagt, dass der Captain der Voyager ihr Verhalten gegenüber Ryan zugab. Mulgrew sagte zu Gross, das ist meine Schuld, nicht die von Jerry Ryan. Ich hatte gegen jede Hoffnung gehofft, dass Janeway ausreichen würde, dass wir nicht noch ein schönes, sexy Mädchen dazuholen müssen. Eine der prominentesten wiederkehrenden Figuren auf der Voyager war Fähnrich Samantha Wildman, gespielt von Nancy Howell. Die unerwartete Reise der Voyager in den Delta-Quadranten trennte die schwangere Fähnrich Wildman etwa 70.000 Lichtjahre von ihrem Mann. Das Gute daran ist, dass sich ihre halb außerirdische Tochter Naomi schließlich zu einem weiteren Voyager-Fanliebling entwickelte und mit Ethan Phillips, Neelix und sogar mit der emotional unnahbaren Seven of Nine eng befreundet wurde. Interessanterweise hat der Name von Samantha Wildman eine besondere Bedeutung. Wildman tauchte zum ersten Mal in der Episode Elogium der zweiten Staffel auf, die von Jimmy Dix mitgeschrieben wurde. Im selben Jahr, in dem er das Drehbuch verkaufte, wäre Dix Frau fast gestorben. Eine Nierentransplantation rettete ihr Leben und Dix erfuhr, dass die Spenderin ein 7-jähriges Mädchen namens Samantha war. Er schrieb einen Brief an die Produzenten von Voyager, in dem er sie bat, die neue Figur in der Episode Samantha zu nennen. Congratulations, Samantha. Dick schrieb, die alten Griechen glaubten, dass die Götter heroische Sterbliche belohnen würden, indem sie sie zu den Sternen bringen. Indem sie das Andenken dieses Kindes ehren, werden die Produzenten von Star Trek das Gleiche erreichen. Eine der beliebtesten Charaktere auf Voyager war auch die beste Quelle für Komik, der Doktor, gespielt von Robert Picardo. Der Doktor ist ein medizinisches Notfall-Hologramm, das nur für den kurzfristigen Einsatz gedacht ist. Doch seine Aufgabe wird viel komplizierter, als der menschliche Arzt der Voyager stirbt, nachdem das Schiff in den Delta-Quadranten geschleudert wird. In einem Gespräch mit StarTrek.com im Januar 2020 erklärte Picardo einen besonderen, spontanen Moment seines Vorsprechens, nachdem er die letzte Zeile des Drehbuchs gelesen hatte. Ich glaube, jemand hat es versäumt, mein Programm zu beenden, improvisierte Picardo mit. Ich bin ein Arzt, kein Nachtlicht. Picardo sagte, die Zeile habe am Set für große Lacher gesorgt. Was die improvisierte Zeile so witzig macht, ist ihre Ähnlichkeit mit den Sätzen von Dr. Leonard Bones McCoy aus der Originalserie von Star Trek. Der Schauspieler DeForest Kelly gab häufig Variationen von Ich bin ein Arzt, kein zum Besten, aber Picardo hatte offenbar keine Ahnung. Er sagte, ich habe mich durch das Vorsprechen gemogelt und einen DeForest Kelly-Witz improvisiert, ohne zu wissen, dass es ein DeForest Kelly-Witz war. I am a doctor, not a voyeur. Tim Ross hatte einige Trek-Einzelauftritte, bevor er die Rolle des Sicherheitschefs Tuvoks auf der Voyager bekam. In Deep Space Nine ist er ein klingonischer Söldner, der in der Episode Der Symbiont hilft, die Station als Geisel zu nehmen. In der Hand von Terroristen von The Next Generation gehört er zu einer Gruppe von Kriminellen, die versuchen, Trilithium Hearts von der Enterprise zu stehlen. In Star Trek Generations von 1994 spielt Russ einen Leutnant auf der Brücke der Enterprise B in der Eröffnungssequenz des Films. Doch bevor er diese Rolle übernahm, sprach er für die Rolle des Geordi LaForga in The Next Generation vor. Im Gespräch mit TrekMovie.com im Jahr 2018 sagte Russ, dass er letztendlich erleichtert war, die Rolle des Geordi an Lever Burton verloren zu haben. Why? Der Dialog? Russ erklärte, die Rolle von Tuvok war etwas organischer und viel einfacher in Bezug auf den Dialog. Ich bin froh, dass ich nicht mit diesem ganzen technischen Gerede aufgehalten wurde. Mit dieser Art von Dialogen kann ich nichts anfangen. Russ hatte auch die Ehre, in einer der wenigen Episoden aufzutreten, in denen Voyager-Figuren in andere Serien überwechseln konnten. Tuvok taucht in der Deep Space Nine-Episode durch den Spiegel auf, obwohl es nicht ganz derselbe Tuvok ist. Die Episode spielt im Spiegeluniversum, das erstmals durch Raumschiff Enterprise berühmt wurde. Dieser Tuvok erscheint als Mitglied des Terranischen Widerstands, der gegen die klingonisch-kardassianische Allianz kämpft. Eine der wiederkehrenden Figuren der Voyager war Fähnrich Forrick, gespielt von Alexander Ahnberg. Forrick ist ein vulkanischer Ingenieur, der oft eng mit Belana Torres, gespielt von Roxana Dawson, zusammenarbeitete. Forrick entwickelt ein romantisches Interesse an Belana, was gewalttätige Folgen hat. In seinem vielleicht denkwürdigsten Auftritt, der Episode Ponfar der dritten Staffel, erlebt Forrick die vulkanische Paarungszeit und wählt Belana als seine Gefährtin.
Er geht eine telepathische Verbindung mit B'Elanna ein, wodurch ihre gewalttätigen, klingonischen Paarungsinstinkte zum Vorschein kommen. Die Situation endet in einem Zweikampf zwischen B'Elanna und Forrick, den beide zum Glück überleben. Zwischen 1997 und 2001 trat Enberg in 9 Episoden von Voyager als Forrick auf. Allerdings war es nicht das erste Mal, dass er in einer Trek-Serie auftrat oder gar das erste Mal, dass er als Vulkanier auftrat. Enberg wurde als Vulkanier namens Taurik in Beförderung besetzt, einer Episode in der Mitte der letzten Staffel von The Next Generation, in der es um das Fußvolk der Enterprise ging. Da Enberg nicht nur in beiden Serien Vulkanier spielt, sondern auch beide Charaktere den gleichen Reimnamen haben, haben sich einige Fans gefragt, ob es eine Verbindung zwischen Forrick und Taurik geben könnte. Laut Voyager-Mitschöpferin Jeri Taylor, die zufällig auch Enbergs Mutter ist, könnte es eine geben. In dem 2012 erschienenen Buch Star Trek – The Next Generation 365 deutet Taylor an, dass Taurik und Warwick sehr wohl Zwillingsbrüder sein könnten. Und da sie ihre Mutter ist, wissen wir, dass sie es wissen müsste. Als erster Offizier der Voyager ist Commander Chakotay oft gezwungen, Captain Janeway Dinge zu sagen, die sie nicht hören möchte. Passenderweise war der Schauspieler Robert Beltran dafür bekannt, seine Meinung zu sagen, was ihm an Voyager gefällt und was nicht, ohne Rücksicht auf die Konsequenzen. Im Jahr 2000 hatte Beltran schon so oft in der Öffentlichkeit sich negativ geäußert, dass der Produzent Kenneth Biller dem SFX-Magazin sagte, dass der Schauspieler, Zitat, aufhören solle zu jammern und seinen Job zu machen. In einem Gespräch mit StarTrek.com im Jahr 2012 sprach Beltran darüber, dass er sich auf der Voyager nicht erfüllt fühle. Er beschwerte sich. Du machst jede Woche dasselbe, nur mit einer neuen Variation. Ich mochte einige der Dinge nicht, die in den letzten 3 Jahren auf mich zukamen, und ich riskierte, gefeuert zu werden, weil ich in kreativer Hinsicht nicht glücklich war. Laut Beltran hatte Chakotay nach dem Abgang von Martha Hackett-Seska, seiner ehemaligen Geliebten, die sich schließlich als Cardassianerin entpuppt, nicht viele interessante Beziehungen. Beltran verriet, nachdem Seska gegangen war, hatte nur noch die Beziehung zum Captain eine gewisse Tiefe. Zu Chakotay und den anderen Figuren gab es kaum eine Beziehung. Beltran hat außerdem ein Problem mit Trek, das viele Fans als regelrechte Ketzerei betrachten könnten. Beltran hasst die oberste Direktive, den Grundsatz der Sternenflotte, der es verbietet, sich aus irgendeinem Grund in fremde Zivilisationen einzumischen. Im Jahr 2016 sagte er CNET, die Idee, eine Spezies in ihrem eigenen Schmutz sterben zu lassen, wenn man die Möglichkeit hat, ihr zu helfen, das ist ein Haufen faschistischer Mist. Jahre nach dem Start der Serie vergisst man leicht, wie wichtig es 1995 war, dass eine Frau eine Star Trek-Serie leitete. Heute haben wir uns an Actionfilme und Serien mit Frauen in der Hauptrolle gewöhnt, darunter epische Star Wars-Filme und Superhelden-Blockbuster. Doch Mitte der 90er Jahre war das noch eine große Sache, vor allem in der Science Fiction. Mulgrew hat unserer Kultur einen wichtigen Stempel aufgedrückt, der weit über die Welt des Fernsehens hinaus wirkte. In einem Gespräch mit Trek Movie im Jahr 2019 über das 25-jährige Jubiläum von Voyager wurde Mulgrew nach hochrangigen Politikerinnen wie Stacey Abrams und Alexandria Ocasio-Cortez gefragt, die Captain Janeway als frühen Einfluss genannt hatten. Mulgrew sagte, dass sie einen Überraschungsauftritt bei einer von Ocasio-Cortez Veranstaltungen hatte und dass sie Mulgrew ankündigte. Ocasio-Cortez schnappte nach Luft, sie drehte sich um und als ich mich ihr näherte, fiel sie, glaube ich, irgendwie um. Mulgrew sagte, Ocasio-Cortez erzählte, dass sie als Kind Voyager geschaut habe und dass, wenn der Bildschirm ausfiel, sie hatten schlechten Empfang in ihrem Haus und oft war der Fernseher nur schwarz-weiß, sie sich die Sendung anhörte wie eine Radiosendung.